Thomas, die Saison steht bevor, das erste Punktspiel am Freitag in Kaufbeuren. Auf welchem Stand siehst du deine Mannschaft? Ja, wir haben gute Vorbereitung gehabt. Die Mannschaft ist in großen Bereichen neu zusammengestellt worden, hat sich aber sehr gut entwickelt die letzten 4-5 Wochen in der Vorbereitung und wir sind gut gerüstet, ja. Wie sieht es den Kader betreffend aus? Kannst du schon sagen, welche Spieler definitiv ausfallen werden? Ja, leider wird Marcel Rottmann und Thomas Schmidt definitiv ausfallen. Wir hoffen, dass aus Berlin Kai Wissmann und Jonas Schlenker mitspielen morgen. Bei Vladislav Felin stehen noch große Fragezeichen. Da erwarte ich eher, dass er in Berlin spielt. Aber die Leute oder die Mannschaft oder die Spieler, die da sind, die werden ihr Bestes geben und hoffentlich siegreich sein am Freitag. Kann man schon etwas zur Personalie Sami Kartinen sagen? Der war ja in der Vorbereitungsphase immer bei der Mannschaft nah dran. Gibt es da einen neuen Stand oder eine neue Entwicklung? Ja, die Entwicklung ist, glaube ich, nicht ganz so positiv, weil der Heilungsprozess und der Prozess auf dem Eis ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Sami hat immer wieder Schmerzen gehabt und ist jetzt wieder bei den Ärzten vorstellig. Und ja, es kann natürlich sein oder es steht im Raum, dass vielleicht nochmal eine OP notwendig wird. Kannst du noch mal kurz ein paar Worte zu den Gegnern am Wochenende sagen? Kaufbeuren hat einige Veränderungen im Kader vorgenommen. Ich denke, bei Rosenheim kennt man die Stärken, die Trainer Franz Stähr da reinbringt. Wie bewertest du die beiden Teams? Ja, Kaufbeuren nach dem letztjährigen Saisonverlauf haben sich auf großen Teilen auch verändert, gerade in der Abwehr. Sie haben zwei Importstellen mit Versteeg und Baldwin in der Abwehr. Stefan Feist, der Torhüter, ist zurück. Sie haben von uns Janik Woidke geholt, alte Bekannte. Stein und Haider spielen dort in der Abwehr. Also da sind sie meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt. Wir erwarten eine Mannschaft, die mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Aggressivität spielt. Das erwarten wir natürlich von unserer Mannschaft auch. Aber gerade Anfang der Saison ist kein Gegner zu unterschätzen. Und wir werden alles geben müssen, um da siegreich zu sein. Rosenheim, gerade im Angriff bei den Ausländern, bei den Imports, haben sie sich nochmal verstärkt. Sehr schwierig einzuschätzen, ob sie wirklich die Top-Mannschaft schon sind. Aber ich glaube, dass sie unter den ersten 3-4 Mannschaften in der Liga zu erwarten sind. Peter Macholder, Saisonvorbereitung liegt hinter euch. Wie gut denkst du, ist eure Mannschaft für den Saisonstart gerüstet? Ich denke sehr gut, weil wir haben sehr gute Vorbereitung gehabt, dass manche Ausfälle da waren, aber wir haben das korrigiert und jetzt ist alles optisch. Wie bewertest du die Neuzugänge, die die Mannschaft verstärkt haben? Hast du mit einigen vielleicht in der Vergangenheit sogar schon zusammengespielt? Ja, ich habe mit gar keinen vorher zusammengespielt. Ich denke, das sind sehr gute Spieler und die würden sicher helfen. Wochenende Kaufbeuren und Rosenheim, die Gegner. Hast du dich mit den Mannschaften vorab schon beschäftigt? Was hat euch der Trainer vielleicht in der Vorbereitung auf das Spiel schon mit auf den Weg gegeben? Ja, ich denke, jedes Team hat sich mit guten Leuten ein bisschen verstärkt und wir müssen schauen, was unser Spiel wird eigentlich. Kaufbeuren war letztes Jahr nicht so gut, aber wir haben trotzdem das erste Spiel da verloren und zu Rosenheim, die sind eigentlich jedes Jahr sehr gut, dann dafür muss man lange nicht reden. Erwartest du die Liga in diesem Jahr noch enger, noch kompakter, als es in der Vergangenheit der Fall war? Ja, definitiv, weil jeder will besser als Eishockey spielen. Und das Niveau steigt Jahr für Jahr immer nach oben. Vielen Dank.